Let it go. Hallo und herzlich willkommen zurück zu City War Beyond. Mit dabei ist der Chris. Nee, tschüss. Gut. Dann heute wieder alleine. So. Ich könnte heute in den Twilight Forest gehen, da hat der Chris in der Tat recht. Ich habe nämlich gerade gefragt, was ich denn so machen könnte. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Da ich nächste Folge was mit Roleplay machen möchte. Oh, Spoiler, Spoiler. Oh, The Swan. In der Loot-Dimension. Ist immer wow. So, immer so geil, ist in der Loot-Dimension irgendwie so eine Welt. Das ist so, ja gut, und? Ja, es aber Loot-Dimension ist auch falsch, ne? Loot-Dimension, ja. Eigene ja. Dimension. Ich weiß, was du meinst. Ich bin krass im Bilde. Okay, cool. Weiß krass Bescheid. Ja, dann gehen wir da mal heute hin und holen uns mal die anderen Gegners. Ja. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Hey. Übrigens, hey. Der Flint und ich haben aus Protest gesagt, weil du einfach unfähig bist, dass wir ein Stück aus der Mauer rausreißen, da wo die Farmen sind von Flens. Da musst du jetzt bitte ein Tor hinbauen, ja? Okay, danke. Ist nicht dein Ernst, ne? Da war ein Stück schon... Ein Stück weiter habe ich schon ein Tor gebaut. Ja, aber egal. Ein Stück weiter nützt es uns nichts. Außerdem war da schon ein Stück Tor weg. Ja, nö, gut, dann machst du das andere Tor dann wieder weg. Ja, ist ja auch richtig so. Mr. Unfähig, ja. Ja. Bist du doch auch. Nein. Doch. Weißt du, da bittet man dich einmal um eine Sache. So vier, nee, drei. Du brauchst es ja nur drei läppische Tore machen, weißt du? Und du positionierst alle an der falschen Stelle. Was heißt denn falsche Stelle? Ich hab dich sogar gefragt gehabt. Ja, ich hab aber auch nur gesagt, ja, weil ich nett bin. Ja? Dann bist du selbst schuld, ganz ehrlich. Ja, nun. Deswegen fragt man ja, also. Du hast die Tore gebaut, du bist schuld. Okay, alles klar. Ja. So, Gezini hat ja letztes Mal erzählt, dass er hier beim Turm was kaputt gemacht hat. Die hat er fast richtig komplett repariert, aber da fehlt noch ein Bücherregal und so zwei Steine. Machen wir es aber nicht, wir gehen jetzt ins Twilight-Portal. So. Auch reingehen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Ja, nee. Hier durch. Okay, Hell's Fury sehe ich nicht so viel davon. Chris, wenn du aus dem Portal rausgehst, hast du irgendwie im Kopf gerade, in welche Richtung man fliegen könnte, oder? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ah, okay. War in einem Schneebiom, aber das ist ewig weit weg. Und hier regnet es auch noch richtig schön. Ja. Richtig schöne Stimmung hier. It's beautiful. It's a beautiful day. It's a beautiful morning. I'm coming home. Lol, ich kann immer noch nicht in dieses Gebiet rein. Lol? Ich kann immer noch nicht in dieses Gebiet rein, hinter unserem Portal da in diesem Wald. Ja, das kommt als letztes, das ist das letzte Gebiet. Was ist denn da für ein Gegner? Da sind diese großen Typen. Also die Abbilder von uns. Die müssen wir, glaube ich, kämpfen, aber die sind übel stark. Die haben mir selbst mit meiner Scale-Rüstung gut Schaden gemacht und ich habe die nicht besiegt. Krass, die Abbilder von dir. Ja, genau. Krass. Und aber die sind halt runtergefallen, also weiß ich nicht, ob das als Kill zählt. Okay. Und dann muss da noch irgendwo in der Höhle so ein Troll sein, aber den habe ich bis jetzt nicht gefunden. Da ist auch in dem Wikipedia-Beitrag dazu, also in dem Minecraft-Wiki-Beitrag, ist das nicht genau beschrieben, ist wahrscheinlich noch nicht ganz fertig. Das kann sein, okay. Also bis jetzt ist so die Eiskönigin der letzte fertige Boss. Ich habe gerade das Portal gefunden von Stormischstadt oder Siloxstadt. Nice. Schon nice, aber ich will kein Portal finden, ich würde gerne ein Schneebiom finden, aber wo? Dies ist die Frage des Lebens. Damit hast du ja so deine Probleme, ne? Tintenfische, Schneebiomen. Ja. Mich wundert übrigens, ich habe den Regensound mit Absicht ausgemacht, weil ich den einfach nur nervig finde. Ja auch. Deswegen, ich wundere mich, dass ihr da nichts hört. Müsst ihr nur unsere Stimmen und irgendwelche Musik hören. Oh ja. Massen Mist. Unsere Stimmen. Doch so geil. Oder vibrierendes Handy. Oh ja, das ist auch ziemlich geil. Alles einfach. Oh, was ist das denn da? Was denn da? Hier ist so eine Mine mit so Steinen und so. Eine Mine mit so Steinen? Das ist so... Ich hab grad so ein Ding gefunden, zufälligerweise mit diesem
Pilzminotaurus-Dings da. Achso, weißt du? Ja, ja, total, weiß, total offengelegt, so. Richtig seltsam. Vor allem, die sind richtig die komisch, die sind so richtig schnell. Die sind andere Gegner als letztes Mal, Chris. Hey, krass. Richtig komisch. Nee, ich will das ja gar nicht machen. Ich will Schneebiom. Jetzt nicht Zeit verschwenden hier. Nee, oh, ich wurde gerade ein bisschen hochgeschleudert. Das haben wir auch nicht. Ja, da ist das Hydra-Gebiet, da will ich auch nicht hin. Die haben wir auch schon weggeklatscht. Die alte Bitch. Wow, bitte, Mr. Unsichtbarer Zombie, bitte reißen Sie sich zusammen. Oh, kommt die Zombie. Also bitte zusammenreißen, ne? Ja, bitte hier ein bisschen Contenance, please, ne? Ja. Den mal. Schlibbert. Diese riesen Seerosenblätter sind auch geil, finde ich. Hast du welche geholt gehabt, habe ich schon gesehen, ne? Zinni hatte die geholt. Zinni war das. Genau. Und ich habe ihm dann halt gesagt, die kann ich für mein Feld aber nicht gebrauchen. Da habe ich die einfach dahin geklatscht. Weil ich mir dachte so, was schon. Ja. Hier war gerade eben einfach nochmal so ein offengelegtes Ding. Ja, ich finde, die haben relativ lange danach gesucht und hier einfach direkt zwei Stück fast nebeneinander. Was denn? Von diesen Minotaurus-Dinger da. So, ja. Ja. 1 Million Kürbisse sind hier am Start. Boah, Alter, ich werd schon wieder hochgeschleudert. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? das ist immer so voll komisch. Du denkst an nichts Böses, plötzlich, tschack, bist du nach oben. Ja. Weil ich springe auch noch und werd dann hochgeschleudert. So extra Boost. Die wollen meins nur gut mit dir, Chris. Ja, die wollen mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ach ja. Leute, übrigens nicht wundern, falls ich ein bisschen verpeilt bin. Ich habe jetzt seit... fast 24 Stunden nicht geschlafen. Das soll jetzt keine Ausrede sein, weil es gibt Menschen, die länger nicht schlafen. Aber ist eigentlich eine Ausrede. Aber eigentlich willst du trotzdem als Ausrede nutzen. Ja. Mann, ich will ihm keinen Namen geben, den bescheuerten Scheißvieh. Den bescheuerten. Ja, nennst du einfach bescheuertes Scheißvieh. Ja. Was hast du denn gerade angeklickt? Eine Ziege. Oh, das ist natürlich fatal. Hast du jetzt schon Tiere bekommen jetzt für Flens oder hast du... Ja, ich bin gerade auf der Suche. Nach Vitania. Hier ist wieder ein Urgas-Ding. Mal gucken, ob wir gegen ihn schon gekämpft haben. Und Alter, das sieht krass aus hier. So eine Urgas-Festung an so zwei Riesenbäume dran. Ah, das ist gar keine Urgas-Festung. Ach, fail, das ist so ein Licht. Noob, 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 noob. Noob, 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 noob. Ist der Licht da drin? Schauen wir nochmal. Findest du gut, dass es eigentlich aufgehört hat zu regnen? Ja, findest du gut? Das finde ich Licht. Super nice. Freshalicious. Ah, komm, den Licht könnten wir eigentlich mal angreifen. Ja, der hat ja echt nichts drauf. Der Lappen. Hä? Aber er will gerade irgendwie keinen Schaden bekommen. Warte mal kurz, ich geh mal. Hä? Bist du bescheuert? Die muss auch die Schilde erst wegmachen. Ja, 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 klar, aber er hat gerade bei mir keine Schilder. Sieht richtig komisch aus. Ich glaube, es ist ein bisschen verbuggt, ja. Und er schießt einfach mit Enderperlen auf. Ah, jetzt geht's wieder normal. Okay. Ah, okay. Da bin ich aber richtig beruhigt, ne? Ja, aber damals, als ich zum ersten Mal den gesehen hatte, den Hexit, ne? Ja. Hab ich gedacht so, boah, warum kann man denen keinen Schaden zufügen? Weil es sah auch nicht so aus, als ob man die Schilder wirklich kaputt macht, weißt du, was ich meine? Das war ja so richtig so, na toll, was macht man da jetzt? Ja, man kann ja auch auf die Schilder nicht draufschlagen, also wie soll man da... Ja, man hört nur so ein stumpfes Geräusch, ne? Ja. Du hast übrigens letztes Mal gesagt, irgendwie in deiner Folge habe ich gesehen, so, du willst ja noch die Welt von Hexit erkunden, so, hä, was? Hä, die Welt von Hexit? Ja, das hast du letztes Mal gesagt, als du rumgeflogen bist. Twilight Forest, ja, manchmal bin ich nicht so da, wie man vielleicht meinen könnte. Ach, das ist doch Verschwendung, gegen Licht hier zu kämpfen eigentlich. Verwandeln wir uns wieder. Allein die Tatsache, dass ich mich so ganz gediegen hier einfach verwandeln kann, ohne dass es jemanden stört, ne? Ist einfach so, ja, scheiß doch drauf. Oh, da ist das Schneebiom direkt neben dran. Oh, ja, ist das geil. Leute, es geht doch jetzt schon verspannend. Black Major. Okay. Was hast du jetzt zuerst gekämpft? Den in der Yeti, der ist irgendwo in der Höhle, in der etwas größeren. Hallo? Von außen? Ey, du bescheuertes Scheiß, wie komm doch mal mit? Hallo? Alter, was geht ab bei dir? Blödes Drecks, wie es... Sieht man die von außen? Diese Höhlen? Also ja, oder? Das ist eine relativ große Höhle, das ist so ein, ja, so ein Berg halt. Ah, beziehungsweise das ist so ein Durchgang, weil das von hab zwei schon. Seiten. Das sieht nice aus. Lieber ist. Der Yeti ist ja auch richtig riesig, die müsstest du eigentlich sehen. Ja, oh ja, da ist er.
Ich will aber mal kurz. Wie gesagt, die Eiskönigin ist eine richtig nervige Bitch. Was macht die dann? Siehst du dann? Okay. Das war schon mal viel Spaß, ne? Ich wollte eigentlich bei dir gucken, aber hab's irgendwie. Ja. Bisschen verpeilt. Hatte auch nicht so krass den Unterhaltungsfaktor. Cool, weil Pflanzen sind jetzt einfach alle Tiere weg. Warum? Weg? Ja. Außer ein Schaf. Ein Schaf ist noch da. Ich meine, das finde ich gut. So toll. Ja. Komm jetzt so hier rein in den Stall. Hallo, Herr Yeti. Der ist, vor allem, wenn ihr das, ich find's geil, dass man sich in den verwandeln kann. Das finde ich richtig cool. Den kann man ja bei den anderen Bossen nicht, ne? Nee, in Hydra oder so kannst du dich leider nicht verwandeln. Ah, das wäre auch so nett. Ah, das ist ja alles voll rutschig. Okay, das war der Yeti. Ja, der ist nicht so schwer. Okay. Komm doch mal hier rein jetzt hier, was ist los mit dir? Alter Schwede. Der droppt auch nichts Besonderes, oder? Doch Alpha Jedi für... Ja, das kannst du mir gleich mal geben. Ah, da kannst du noch Yeti-Rüstung machen, das ist ja geil. Ja. Boah, die hätte ich auch gern. Ja, die hat aber keine besonderen Sets. Ah, die ist lila. Ja, das kann er sagen. Okay, dann hätten wir das mal. Ich würde gerne noch einen gescheiten Screenshot machen. Irgendeinem Shader, der nicht so dunkel ist. Hä, wo ist denn jetzt das andere Zaun hin? Hä, hey, bin ich bescheuert? Antworte nicht. Du kennst die Antwort, ne? Will sie gar nicht wissen. Na gut. Geh mal pennen, du bist ja eh gerade noch außer Haus. Der Soul-Shader ist auch ganz cool. Ah, naja, der hat diesen komischen Bewegungsdings da. Guck mal, Leute. Das kann so verwirren, ey. nimm mal kurz einen anderen Shader. Und Soul's. Ah, oh, der ist heftig. Alter. Ja, für die Aufnahme nicht geeignet. Nice. So, ich probiere immer gerne mit Shadern rum. Mhm. Aber im Twilight Force sind die irgendwie alle so dunkel. So, das ist ja schon ganz fresh hier. Wir können auch mal ein bisschen Twilight Force laufen. Ich meine, das machen wir ja sonst nie. In was ist die Eiskönigin? Wie erkennt man das? Die ist in so einem in einer ganz großen Palast ganz oben drin. Also nicht drauf, sondern wirklich drin. Okay. Im Eisbiom gibt es hier nur einen Palast. Alles klar. Dann machen wir uns auch mal wieder als. Nicht End, Wisp. So. Ah, ein bisschen Shader. Ich finde das so schade, dass wenn man sich verwandelt, dass die meisten Shader nicht funktionieren. Ja. So, hier ist nochmal ein Lagergebiet. Wir müssen gleich wieder ein Schneebiom, aber so ein Lager können wir ja nebenbei mal kurz klatschen. Ja, wozu? Für so Spaß. Hallo, Frau Lager. So. Ja, die sind halt echt so easy. Ja. Bringt die überhaupt Erfahrungspunkte? Ja. Echt? Ich gehe mal von aus, oder? Weiß ich nicht. Nicht jeder Boss droppt Erfahrungspunkte. Echt? Ja. Ach stimmt, der Yeti auch nicht. Ich glaube, der Licht droppt auch keine. Ja, das kann sein. So. Ah. Komm her. So. Ja doch, oder? Ja, droppt Erfahrung. Nee, sehr gut. Aber, oh doch, oh, doch. 15 Level bekommen. Ja, das ist okay. Au! Fix. Chris ist wieder momentan, hat er so seine Beleidigungs-Rage-Phase. Nee, gar nicht. Ich finde das nur nicht in Ordnung. So. Einfach zur Seite zu rempeln, das würde ich auch. Wenn das jemand bei mir machen würde, ne, würde ich ihm auch einen in die Fresse hauen. Ich meine, so ist das ja nicht, ne? Ich bin ja da. Aber das machst du aber eigentlich immer standardmäßig, wenn ich so stark gehe, erstmal die Leute so anrempeln, so zack, zack. Ja. Dann so, oh, sorry, wollte ich nicht, tut mir leid. Nee, sorry, ich weiß, dann ich laufen nicht die 5 Meter weiter und dann lache ich mich immer kaputt. Ich so, ah, Idiot, da ah, ist das lustig. Ah. Oh. Ich weiß nicht, Leute, könnte hier vielleicht die Frau Frozen drin wohnen? Ich weiß es nicht. Das, Frau, das sieht das heftig aus. Frau Frozen? Okay. WTF. Mit so grünen und blauen Steinen. Ja, das Azur-Blöcke. What the fuck, wie groß ist das alles? Ja, das ist riesig. Aber es ist halt echt nutzlos. Du kannst direkt oben hinfliegen und. Das sieht ganz schön heftig aus, wirklich. Aber ganz schön lame. So, ich habe jetzt hier 3 Kühe an der Angel. An der Angel? Ja. Kann man den Turm auch komplett hochgehen? Kannst du den Turm hochfliegen? Vor allem, wie viele verschiedene Farben von diesen Azurblöcken es gibt, ne? Grün und blau. Ja, aber so vergeschimmert, also so. Das ist ja nicht nur grün, die haben das so. Das soll ja auch das Polarlicht darstellen. Ah, krass, das sieht voll krass aus. Die sind Pinguine. Kann ich mich an einen Pinguin verwandeln? Ich glaube nicht.
Jetzt kann ich. Fuck. Okay, dann gehen wir mal in so ein Ding rein. Bin ich mal gespannt. Bin ich denn ernst? Bin ich nicht hier? Alter, ist doch nicht. Ja, okay. Ich trau mich hier gern. Oh, Snow Queen. Oh, so schnell gefunden. Hallo. Wow. Du fliegst auf so einem Eisding rum. Okay. Frau Frozen, jetzt töten wir dich. Ja. Zack. Ja, sie war einfach in dem einen Turm drin gewesen. Da hat man sich 4-5 Blöcke runterbauen müssen und dann war's das. Ja, 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 sie ist hinten im Turm. Wo ist denn jetzt die andere Kuh? Oh, was sind das? Diese Eiskristalle sind ja nervig, die sie da schießt. Ja, ja, ja. Und dass sie fliegt, ist auch ein bisschen nervig, finde ich. Ach, so ganz dezent, man kann sie nämlich so toll treffen, ne? Ja. Von unten trifft man sie übrigens gar nicht. Ja. Los, Remporas, macht ihr was mal bitte für mich, danke. Die Remporas machen. Ich guck einfach jetzt nur noch zu und die machen das für mich. Ja, du hast ja zum Glück deine Remporas noch dabei. Alter, ja, ja. Ich will eine Kuh mitnehmen, die andere kommt nicht mit. Lol, was macht sie hier mit dem Eis? Hä? Das smasht das einfach. Ja, ich merk schon. Und dann fällst du runter und dann stirbst du! Jämmerlich. Warte, ich flieg auch einfach. Jetzt sehe ich gar nicht ein, so einen Kampf hier zu machen. Das ist ja nicht. So. Bieten. Los! Meine Klone greifen sie auch an. Die machen das alles für mich. Weißt du, ich kämpfe gar nicht mehr selbst. Ja, jetzt. Was einfach ein Diener, die das für dich machen. Ja. Remporas und Klone. So, ja, wenn man die als Wisp fliegt, dann ist das easy. Alter, wie sie gerade nach unten geflogen ist. Und meine Klone fertig macht. Zack. Ja, Frau Frozen, jetzt ist vorbei, ne? Die hat richtig Bock auf Beef, die Alte. Komm mal kurz hoch wieder. Du bist nämlich fast tot. Ich mag nicht deinen Loot da unten aufsammeln. Ach komm, du musst deinen Arsch auch mal ein bisschen bewegen. Ja. Let it go, let it go. Don't hold back or let the power. Let it go, ich besiege dich jetzt. Oder bist du einfach tot? Dann hab ich endlich die Trophäe. Let it go, let it go. I need the trophy more anymore. Und sie droppt auf jeden Fall Erfahrungen. Ja. Die man im Leben gebrauchen kann. Was für Erfahrungen hast du denn durch diesen Kampf gesammelt? Oh, ich hab einen Bogen von ihr bekommen. Wow, den Eisbogen, den hab ich auch. Nee, Sika-Bow. Wow, den hab ich auch. Voll gelangweilt einfach. So. Ist in einem anderen Turm irgendwas? Nee, nicht, dass ich wüsste, nö. Vielleicht doch eine Schneekönigin. Wahrscheinlich nicht. Einfach so ihre jüngere Schwester, wie aus Frozen. Ja. Die will dann rüberkommen. Willst du einen Schneemann bauen? Oh, du bist tot. Die dich dann so dastehen mit ihrem Blut an deinem Schwert. Ich habe ihre Trophäen nicht aufgesammelt. Warum denn noob? Ich bin nur noch da. Ah, okay. Gerade volle Weihnachtsstimmung. Merk schon. Richtig impressed. Ja. Du hast die Lagertrophäe. Also soll ich dir mal was sagen, Mystery? Hm? It's a prank! Es ist gar nicht mehr Weihnachten! Hä, hey, was? Nee. Doch. Ach komm, du hast mir jetzt gerade so Hoffnung gemacht. It's a prank! It's einfach a prank! Ach nö. Ich bin einfach geprankt, Mystery. Ach Chris. Wie gut ich einfach bin. Das ist das krasseste Prank von allen. Finde ich jetzt richtig scheiße. Ich habe mich so gefreut. Ja, hast dich auf Weihnachten gefreut? Du hast mir das Weihnachtsfest kaputt gemacht. Nein. Geprankt! So, haben wir hier oben jetzt die Trophäe oder? Ich hab's jetzt aufgesammelt. Okay, gut. Perfekt. Ich weiß ja nicht wann und wie, aber ich hab's hier aufgesammelt. Das ist die Hauptsache. Fresh. Und damit habe ich jetzt alle Trophäen, die man hier bekommen kann. Vielleicht hat die Schneekönigin dich auch einfach nur geprankt. Das kann auch sein, ne? Dass sie mich geprankt hat. Ja. Chris, könntest du mal bitte kurz ins Portal gehen und mir die Koordinaten sagen? Gerade schlecht, ich bring gerade die Kühe wohin. Was ist das hier? Wo Schlachter nämlich. Das Außenrum hier mit dem Eis ist so heftig. Dieses Eisland. Ja, es ist wunderschön. Ich guck mal kurz, wenn man den normalen Eingang nimmt. Ob das irgendwas kann.
Da gibt's so schöne Säulen, vielleicht kann man die auch mitnehmen. Ich glaub's nicht, ich hab's fast geschafft. Nee, hier ist Hühnchen drin, okay. Ah, nee, okay. Ich hab's fast geschafft, ich hab's fast geschafft, 3 Kühe sicher nach Hause zu bringen. Krass. Wenn jetzt doch eine stirbt, bin ich nicht schuld. Und jetzt wär's richtig fresh, wenn du mir noch die Koordinaten sagen könntest. Ja, Moment, ich muss die erstmal in den Käfig rein lockern. Kein Stress. Erstmal wegsperren, die Mistviecher. Ich habe immer das Gefühl, bei City War bist du so richtig immer der gereizte Typ. Nee, aber heute bin ich auch ein bisschen genervt, weil ich nicht geschlafen habe. Okay, das kann man verstehen. Weil ich gleich noch einkaufen muss. Aber warum war das noch? Willst du auch noch was essen und trinken in deinem Leben? Ja, ich habe richtig Bock auf Schokoriegel gerade. Auf Schokoriegel, ja. Okay. Mein Blutzucker ist niedrig, ich brauche was Süßes. Kann man mal machen, ne? Ja, also ja, diese so Kuh, ne? Oh, ich habe so richtig Bock auf Schokoriegel. Hört man auch selten, finde ich. Wieso? Keine Ahnung, hört man einfach selten. Richtig nachvollziehen. Da ist eine hexige Blume, die nehmen wir doch mal mit. Nice. So, und jetzt Kühe, fress Weizen. Weizen. Mhm, du bist ganz richtig dabei. Okay. Ich hoffe, sie haben es gefressen. Ah ja, da ist eine Babykuh. Okay, super. Weil die haben gar keine Herzen über ihren Köpfen gehabt. Ich war ich gerade etwas verwundert. Okay. So, dann hopf ich doch mal schnell ins Portal. Mach das mal. Hopf, hopf, hopf. Hopf. Eine Diamond Tor, okay, die brauchen wir noch nicht. Die Koordinaten sind. Oh, noch eine Hexe gekommen. X minus 540 und Z minus 700. Minus was? Das erste? Nee, das erste ist minus 540 und das zweite ist plus 700. Okay. Okay, hopf. Dann muss ich ja rein theoretisch nur in diese Richtung gehen. Sehr gut, du hast noch 4 Minuten Zeit. Da-dam-dam, da-dam-dam, da-dam-dam. Da-dam-dam. Ja, okay. Minus 700, 500, ne? War das? 540 so. Und. Minus 540 und 700. Ah, laub. Wird schon irgendwie gehen. Muss ich hier wieder um den ganzen Äquator laufen, nur weil ich unfähig ist, Tore zu bauen? Okay. Immer unfähig, einfach direkt. Genau wie bei TTT. Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Wie bei TTT. Einfach unfähig. Oh, das ist ein Und hier wohnt eine Hydra, glaube ich. Wohnt oder ist so ein anderer Berg, ne? Wohnt da? Ich glaube, das ist einfach so eine Berghöhle. Lästige Liebe. Hat auch Privatsphäre verdient. Ja, das ist so eine übertrieben große Berghöhle. Wo Rotkäppchen drin wohnt und so. Und die Hydra. Nee, da ist wirklich Rotkäppchen drin. Alles klar. Und die Hydra. Nee, keine Hydra. Man denkt so, es ist die Hydra, das Hydra-Ding, aber es ist einfach kein Hydra-Ding. Was? Voll enttäuschend. Und Rotkäppchen mit dem Wolf in einer gleichgeschlechtlichen Ehe. Ja. Ja, dann haben wir jetzt erstmal den Twilight Force so weitestgehend abgeschlossen. Das ist schon krass. Ich bin jetzt nicht so impressed. Sorry, ich hab schon wieder vergessen. Minus 700 oder 500? Minus 540 und okay. Plus 700. Ah, okay. Ich bin ein Idiot. Mhm. Gut, dass du mir das bestätigst. Ja, immer wieder, gerne. Dich kann man sich einfach verlassen. Wenn man mal Bestätigung braucht im Leben, frag den guten Mystery. Genau. Oh Mann. Also manchmal läuft das mit den Koordinaten einfach so richtig beschissen. So, du kannst doch jetzt einfach überall durchfliegen. Ja, nee, schon klar, aber jetzt, so, wenn ich jetzt zu minus 700 will, zu 700 will, ne, ja. Bei Z, ist halt bei der X halt wieder total anders wieder. Okay. Das ist richtig kacke. Ah, egal, das werden wir schaffen. Wir schaffen das, Leute. Ja, immer positiv bleiben, ne? Genau. Ich bin aber froh, jetzt auch mal alle Trophäen zu haben. Als Zweites? Ja. Ich glaub schon, ne? Ja. Du bist die krass. Nummer 2. Solange ich nicht Nummer 4 bin, ist alles gut. Wer kennt den Film? Schreibt's jetzt mal in die Kommentare. Besser als gar keine Nummer zu haben. Kennst du den Film? Ich bin Nummer 4? Nein. Ja. Na du bist auch keine Nummer 4, ne? Immer die Nummer 1. Genau. Ich mein, so, ich mein träum ich über Nummer 1.
Aber auch nur da, ne? Ja, da ganz besonders auch. So, da ist wieder unser Portal. Jetzt könnten wir auch in dieses Biom... Ja. Leute, wir können einfach unbeschwert in dieses Biom gehen. Wir sind frei. Du kannst es einfach gehen lassen. Let it go. Ah ja, und hier ist dieses Schloss hinter uns. Ist halt direkt dieses andere Schloss. Ja. Was noch nicht fertiggebracht ist. Ja, ja. You have won. Aber. Kann man davon eigentlich... Direkt gewonnen. Let it go. Das sieht aber richtig krass aus, diese Gegend hier. Also dieses Schloss, das könnte auch eigentlich auch dieses Eisschloss sein, finde ich. Das sieht eigentlich geiler aus. Ich finde dieses Schloss so cool gemacht. Ja, aber da ist jetzt der finale Boss drin. Ja, da ist ja noch nichts. Ja, aber bald. Nicht mehr in diesem Projekt. Glaube ich nicht. Das weiß man nicht. Vielleicht geht dieses Projekt doch 2 Jahre. Genau. Das bezweifle ich. Da ich ja schon eine andere coole Projektidee habe. Spielverderber, du musst mal alles beenden. Genau. Weil ich bei Spielverderber nicht, dass ich dann auch immer neue Sachen mache, ne? Nein, du bist schon so ein Spielverderber. Okay. Ach ja, immer wieder schön mit Chris aufzunehmen, Leute. Nee, glaube ich dir nicht. Nee, echt nicht. Du bist ein Lügenbold. Dieses Schädel sieht auch so komisch aus. Du bist ein Lügenbold. Nimm mir auch Spaß, noch irgendwas übertrieben. Ja, weißt du, was ich jetzt habe? Ich habe jetzt einen Strong Infusion Stone. Bitch, hell nice. Yeah, take this! Ist das der letzte? Nein, noch 2. Okay. Dann behalte einfach mal einen regulären Fusion Stone, ist das dämlich. Wie kann ich einen Fusion Stone benutzen und noch einen Fusion Stone bekommen? Stimmt. Müsste sich die eine Fusion Stone nicht vielleicht verwandeln, irgendwie? Ich weiß nicht. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es einfach. Man weiß es einfach nicht. Da kann ich nur sagen, let it go, let it go, let it go, don't hold it back in the world. Es gibt bei dir ein Brauch raus, also alles cool. Okay, gut. Ich würde sagen, ich beende die Folge hier an dieser Stelle, hier am Fenster. Okay, ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Euer Mystery.